Diese Folge wird euch präsentiert von leasingmarkt.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Ich bin in Amsterdam und alles hier ganz geheim, denn Toyota stellt hier ein neues Auto vor. Im Jahre 1998 hat die Geschichte angefangen vom Toyota Yaris. Da hat er nämlich den Starlet abgelöst. 2000 ist er dann gleich mal Car of the Year geworden. Und hier heute im Jahre 2019 zeige ich euch die vierte Produktgeneration. Ein europäisches Auto für den europäischen Markt entwickelt und auch in Europa gebaut, nämlich in Frankreich. Da entsteht er, der Toyota Yaris. Die neue Produktgeneration hat was ganz Besonderes, finde ich zumindest, denn haltet euch fest da draußen, der Wagen ist tatsächlich 5 mm kürzer geworden. Ja, so sieht's aus. Dabei haben sie es aber geschafft, den Radstand um 50 mm zu strecken. Zudem steht der Wagen 40 mm flacher da. Und dann möchte man denken, schwierig, ne? Nein, nein, das haben sie gemacht, um den Schwerpunkt mal eben 15 mm nach unten zu drücken. Und wir wissen ja alle, Schwerpunkt nach unten heißt, man kann das Auto besser und sportlicher fahren. Und man hat uns versprochen, die Kopffreiheit hat nicht gelitten. Das probieren wir aber gleich mal aus. Dazu, ich weiß nicht, machen wir hier hinten, Ike, müssen wir noch was über die Breite sagen. Ein bisschen breiter ist er schon geworden, ne? Auch hier wieder 50 mm. Und das soll natürlich den Passagieren im Innenraum zugutekommen. Das mehr an Platz. Diese ganze Änderung an der Karosserie und das geblieben Raum im Innenraum oder noch mehr, das sehen wir ja gleich, das gehört oder basiert auf der neuen GAB-Plattform und die gehört dann wiederum zum Toyota New Global Architecture Prinzip. Ja, aber ich wollte eigentlich mal auf die Front gucken, Ike, wenn es irgendwie geht. Ike tanzt so schön durch die Reihen, aber wir wollen noch einmal hier wenigstens den Zuschauern zeigen. Toyota hat an der Front jetzt den Grill nochmal deutlich größer gemacht. Ne? Das ist ja aber, wenn wir ganz ehrlich sind, gerade total en vogue. Ne? Ein Grill muss einfach groß sein heutzutage, sieht man ja auch bei anderen Herstellern. Und das Logo ist auch nicht gerade dezent. Dazu gibt es niegelnagelneue LED-Scheinwerfer. Und die könnten wir eigentlich vielleicht auch nochmal im Detail zeigen hier. Wobei ich sie gerade nicht anschalten kann, aber so ist das ja bei den Sitzproben. Jetzt können wir weitergehen zur Seite. Da hat sich Toyota natürlich auch einiges gedacht. Was ich erstmal sehr charmant finde, sie haben die Kotflügel ein Stück weit ausstellen lassen oder die stehen nach außen und sollen so ein bisschen Muckis zeigen. Ne? Muskulös heißt das Ganze. Und dazu sieht man hier, glaube ich, in der Seitenansicht ganz schön, gibt es diverse Charakterlinien, die das Bild von dem Yaris auch nochmal stützen sollen, dass er in der Fortbewegung jetzt schon ist, obwohl er hier eigentlich nur statisch steht gerade. Und das Heck können wir uns auch nochmal ganz in Ruhe angucken. Da sollten wir nämlich schon mal sehen, oh, ich finde, auch hier sieht man es wieder, ne? Stellen die breit auf die Straße hier mit so Schultern. Das ist ja auch im Moment total modern, dass man dem Auto so Schultern verpasst und das Ganze dann nochmal hier mit den Leuchten einbindet. Und auch das scheint mir hier komplett LED zu sein jetzt. Was wir vermissen, ist ein Auspuff. Ja, es ist ein Hybrid, aber ein Vollhybrid. Und der Auspuff da unten zumindest nicht kaschiert durch eine olle Blende, sondern den haben sie einfach nur versteckt. Ja, zu dem neuen Konzept gehört auch ein neuer Motor, ein neuer 1,5 Liter Hybridmotor. In speziellen Märkten wird es dann auch noch reine Verbrenner geben, aber Toyota schweigt sich hier und heute zu diesem Zeitpunkt noch sehr über die Motoren aus. 15% mehr Leistung hat der neue Hybridantrieb in der Systemleistung. Er soll dabei 20% effizienter sein. Und die Batterie, da haben sie auch ordentlich dran geschraubt, die ist jetzt gar 27% leichter. Und ihr wisst ja, alle Batterien sind heutzutage noch schwer. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man ein bisschen, ne, den Gürtel enger schnallt, damit das Auto nicht so schwer wird. Jetzt steigen wir mal ein, ganz wichtig, denn innen hat sich eine ganze Menge getan.
Ja, fangen wir erstmal an hier mit der Kopffreiheit. Ne? Das soll ja nicht weniger geworden sein. Ich bekomme hier noch eine ganze Hand oder aufgestellte Faust zwischen meinem Kopf und den Sonnenschutz, den ich jetzt auch wieder reinfahren kann. Also man hat tatsächlich hier Platz. Neu ist, dass ich mein Smartphone hier, auch das große iPhone XS Max, ne? Das ist ja das Größte, was es hier, glaube ich, gibt im Moment auf dem Markt. Das passt auch in die Ablage vom induktiven Laden. Und wenn ihr euch jetzt hier einmal umguckt, Reduce to the Max, ne? Das war mal ein Slogan, ich glaube von Nike oder so. Also ähnlich geht es auch Toyota. Sie wollen alles so ein bisschen zurückfahren. Präsent ist dieses große Display hier in der Mitte. Und noch viel wichtiger ist aber, dass der Yaris jetzt auch mit einem Head-Up-Display kommt, auch 10 Zoll groß. Und die Rundinstrumente, das sind hier wirklich nur noch ganz kleine Screens. Aber man hat ja durch Head-Up-Display alles im Blick. Dazu kommt der Wagen mit einem adaptiven Tempomaten und einem Spurhalteassistenten in der Serie schon. Und das ist natürlich eine schöne Aufwertung für so ein Kompaktfahrzeug. Ihr habt mich ja letztes Mal kritisiert, ich habe es nicht gezeigt. Hier also die Rundinstrumente, das Display und das Head-Up-Display, das kann Ike leider nicht filmen. Und wir sind jetzt auch schon wieder durch mit der Zeit hier. Ja, und das war's auch schön. Ich hätte euch gerne noch den Innenraum hinten gezeigt, aber dafür hat hier leider nicht die Zeit gereicht. Wir haben uns richtig kurze Slots gegeben, aber ich hoffe, ich habe euch in der Kürze der Zeit möglichst viele Informationen geben können. Mehr gibt's nämlich auch nicht. Toyota sagt zu den Motoren, erfahrt ihr später mehr. Zu den Assistenzsystemen, sie sagen, hey, super sicheres Auto geworden, erfahrt ihr später mehr. Also denke ich mal, ich kann euch später mehr erzählen, spätestens bei der Fahrveranstaltung. Wann die sein wird, weiß ich auch nicht. Wann das Fahrzeug verfügbar ist, weiß ich auch nicht. Wie viel es kostet, weiß ich auch nicht. Aber ich konnte es euch wenigstens mal zeigen und vor allen Dingen auch den Innenraum einmal, wie man vorne sitzt. Und das fand ich schon ganz nett. Gut, das soll es gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare stellen. Ich werde mein Bestes tun, um sie beantworten zu können. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle wie immer und sage tschüss, bis dann, euer Jan.